Peace und Servus, Leute. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Prime 2 Echoes? Ja. Okay. Alles klar. Dann lass uns doch mal weiterlatschen. Hier kommen wir nicht her. Genau. Okay. Dingens. Objektscan abgeschlossen, ständigen dimensionaler Wechsel. Ja. Oh, stimmt, die können ja. Klick. Lichtfeld. Yay. So, hier komme ich noch nicht raus und das Lichtfeld. Naja, bleibt halt da stehen, ne? Und ich muss da wohl durchmurmeln, obwohl ich diese. Oh, richtig. Na. Blödsinn. Oh, cool. Hallo. Bioscan abgeschlossen, Luminosität, ja. Ing-Biomasse in Objekt vorhanden. Diese weibliche Luminosität befand sich im finalen Stadium des Befalls durch einen Ing, als ihre Lebensfunktionen kritisch wurden. Ihr Tod war auch für den Ing tödlich. Klingt fast wie eine Schwangerschaft, Mann. Stranger Shit. Jumpen wir mal hier runter. Und jene Bodenmalereien, Dingsies, sehen erstaunlich nach meinem Morphball aus. Was hier los, hä? Zeig mir das. Moin, moin. Du bist voll der Wächter, Ing, und potthässlich und richtig eklig und Boostwächter. Boostwächter, Krieger Ing mit Boostball-Fähigkeit. Sehr viele Bindestriche. Die Boostball-Fähigkeit verleiht diesem Feind enorme Schnelligkeit. Objekt kann nur in fester Form angegriffen werden. Das macht es erforderlich, es in diesem Zustand zu halten. Oh shit, Mann. Na, oh, ich, Mann, du behinderter scheiß Murmelball. Und ja, ich kann ihn nicht anders. Oh, fuck you. Danke. Was hast du? Bäh? Pfui! Pfui! Wie krieg ich das weg? Oh, geh weg. Bäh. Ekelhaft. Und jetzt lappelt er sich wieder in seinen scheiß Fußball-Modus. Also ich weiß, dass ich früher mal, als ich das erste Mal gespielt habe und kleiner war, mit dem Gegner echt Probleme hatte. Weil Damage und weil Fuck you, Danke. Und weil permanente Atmosphäre ohne Dingsies. Oh, aua. Der war doof. Ohne Schutzfunktion. Und der hat echt HP, der Huren. Ja, geil. Spring doch. Jump.
Jump, 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 jump. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Jump, jump, jump. Geil, das funktioniert. Ich kann echt drüber springen. Au, aua, 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 aua. Jump, jump, dum, 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 dum. Ja, ja, huhu. Ha, 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 ha. Ich bin Jumpman, Bitch. Na komm schon, jetzt aber richtig. Oh, ich... Pfui, geh aus mir raus. Das ist eklig, Mann. Oh Gott, das ist in meinem Anzug. Keine Lightbeam-Munition mehr. Scheiße. Dong, 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 dong. Dong, dong, dong. Dong, 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 dong. Mama Luigi, haha, juhu, komm jetzt. Da, geh kaputt, Mann. Stirb doch einfach. Blöder Mist, scheiß besserer Murmelball als meiner. Fick dich doch, Mann. So einen Angriff hätte ich auch mal gerne. So ein richtiger Sonic-Angriff mit dem Boostball. Ist doch voll geil. Da komm hier Bombenduell, du verdammte Mist. Aua! Das war gemein. Da. Fuck you. Fuck you! Boostwächter war zu 100% gescannt, sehr gut. The fuck you! Also ich weiß noch... Ich habe das Ding hier gesehen und bevor ich irgendwas hier einsammeln konnte, bin ich noch am letzten Pixel der Schattenwelt gestorben. Das war echt mies damals. Mhm. Klick. Cool. Boost Ball erhalten. Danke, danke. Wie praktisch. Hilfe des Boost Balls lässt sich in U-förmigen Gebilden Schwung gewinnen. Nice one. Oh, behinderte, blöde, kleine Mistpuffer. Wollt ihr mich verarschen? Ich will den Schlüssel da oben haben, Mann. Oh. Aber wie ihr merkt, der hat mehr Saft als der Boostball in Prime 1. Tada, Schlüssel zu einem dunklen Tempel erhalten. Dies ist einer von drei Schlüsseln, die benötigt werden, um einen dunklen Tempel zu öffnen. Yeah. Schlüssel gefunden. Ach so, hoch sollte ich vielleicht auch noch mal. Klick. Sehr gut. Der Boostball sollte uns schon einiges Dürfte ich das jetzt mal bitte benutzen? Kann sich das jetzt mal... regeneriere dich schon. Komm. Ah, fick dich. Ich sterb hier drin. Der hat echt mehr Saft als in Prime. Ich meine, er macht Gegnern auch Schaden, wie ihr seht. Ich hab wirklich diese Boost-Aura um mich drumherum. Das ist eigentlich ganz cool. Jetzt muss ich hier nur wieder... Achso, ja. Falsche Dimension. Aber keine Portale.
zumindest nicht erreichbar, nicht in diesem Nebengang und so. Komm, zwischenspeichern, immer geil. Yes, ma'am, speichern. Here we go. Portal. Na mach hin. Nicht den ganzen Tag Zeit. Danke. Wait. Mach auf. So, kann ich hier schon irgendwie... Nee, ne? Doch. Nee. Hier komme ich da nicht mit dem Boostball weiter, oder? Viel zu weit auseinander. Ach, Moment. Zwar nicht hier, haha, aber hier. So funktioniert das. Haha. Was bist du denn? Du bist irgendwie eklig. Dich will ich näher betrachten. Was ist das? Pfui, da... Der Grokkus lebt von den Giftstoffen, die er seiner Umgebung entzieht. Wenn er auf Nahrungssuche umherstreift, hinterlässt er einen Säurefilm in seiner Kriechspur. Der widerstandsfähige Mollusk ist angreifbar, wenn er seine kiemenähnlichen Organe zur Absorbierung von Toxinen ausstreckt. Die harte Schale der Kreatur lässt sich nur mit wenigen Waffen durch... Ja, und jetzt? Bist du irgendwie... Ja, ich glaube, das ist wieder nur so ein Scan-Ding. Den gibt es, glaube ich, auch nur da drin. Der ist auch irgendwie nur so an Giftstoffen interessiert, nicht an mir. Oh, hallo, Gyro. Moment, Gyro scannen? Klar, Gyro scannen. Systeme. Vorrichtung Gyro-Generator mittels Boost-Fähigkeit angetriebenes Steuersystem. Hilfe der Boost-Fähigkeit des Morphballs lässt sich der Gyro-Generator in Betrieb nehmen. Das ist wohl korrekt. Ey, ouch. Cool. Das ist in der anderen Dimension jetzt auch passiert. Das ist sehr schön. Ist mir zwar erstmal egal, aber nice to have. Was ist hier noch los? Aha. Oh, Mann, danke.
Ah, wie nett. Hallo, Missile. Wow. Aber hier oben gibt's wohl nichts. Dann roll mal aus, Belly. So. Chaka. Oh, geil. Servus. Und hier? Was gibt's hier? Hofplatz von Torvus. Ah, da oben ist. Ah. Da oben ist eine Spider-Ball-Schiene. Probably nichts für mich. Schade. Kriege ich den Spider-Ball auch? Nee, kriege ich nicht. Auf den müssen wir echt noch ein bisschen warten, wie es aussieht. Gut, dann schnappen wir uns das Portal, was hier in diesem blöden Raum-Dingens. Ah ja. Mhm. Nice. So. Kann ich. Ah ja. Da würde ich dann gerne hin. Das kenne ich aber schon. Nehmen wir die Supermissile-Tür. Wie wär's damit, ha? Aber Hauptsache den. Hauptsache das Feld noch aktivieren, ist cool. Okay. Ah, cool, hallo. Hubrankenkristall. Morphologie, Finsterling, Hubranke. Mit Waffen aufzuladen, die auf heller Energie basieren. Pflanzenart, die der Finsterlinge. Was? Eine Pflanzenart der Finsterlinge. Sie schließt. Sie schießt in die Höhe, wenn sie mit Waffentechnologie aufgeladen wird, die auf heller Energie basiert. Sie schießt ja geradezu unglaublich schnell in die Höhe. Holy shit. Moin. Irgendwas sagt mir, das ist zu einfach. Nee. Oh, hallo, ein Dingens Ing. Au! 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 Tada! Da komme ich. Nee, da komme ich nicht hoch. Selbst hier. Nein, selbst mit dir nicht. Ja, das dachte ich mir. Was hier hinten los? Eine Speicherstation. Wieder mal pünktlich. Das Game ist wirklich für Let's Player gemacht. Finde ich geil. Es ist okay. Alles klar. Ich glaube, doch, vielleicht soll ich die Session damit auch beenden. Ah, gut. Dann hätte ich doch gerne Likes, Abos und Kommentare von euch. Das wäre doch, also. Nö, ich komme mir. Nein, doch. Nein, ich komme mir nicht assi vor, das zu verlangen. Das wäre schon ganz nett. Ansonsten gibt's morgen die nächste Folge. Okay, also bis denn dann, Leute. Wir sehen uns.